Ah, hier ist ja das Paket, was ich auspacken soll. Hey Leute, wie geht's? Ich soll mal das Paket hier auspacken. Da ist bestimmt eine neue Lampe für mich zum Spielen drin. Geh doch mal ab, du doofe Ding. So, Hilfe! Achso. Dann hier rüber. Erstmal den ganzen Müll rausholen. Noch mehr Müll, okay. Und noch mehr Müll. Lieferschein kann auch weg. Und hier ist jetzt wieder eine neue Lampe zum Spielen. Weg mit dem Karton. Oh, eine Lampe mit Fernbedienung, cool. Dann hol ich mal mein Messer. Bin gespannt, wofür man die Fernbedienung braucht. Vielleicht hat ja die Lampe ganz schaue Farben. Boah, ey, die sieht ja cool aus. Die hat da oben sogar noch einen Bewegungsmelder auf dem Kopf. Dann packe ich sie mal aus. Okay, eine Tasche, wenn man sie mal mitnehmen will. Weg mit dem Karton. Ey, da ist jemand ans Stativ gekommen. Okay, eine Bedienungsanleitung für eine Lampe? Lustig. Wenn die fliegen könnte, könnte ich das ja noch verstehen. Ich drehe mal eine Runde, dann könnt ihr mal sehen, wie es hier hinter der Kamera zugeht. Ja, Papa sitzt wie immer nur rum. Und Ami und ich müssen die ganze Arbeit machen. Ich sag's euch. Der Papierkram kommt hier rüber. Dann haben wir 12 so eine Propellasse. Vielleicht kann ja die Lampe wirklich fliegen. Was ist das, weiß ich nicht. Wird er uns ja gleich erzählen, wie ich ihn kenne. Na toll, wie soll ich denn jetzt das schwere Ding aufkriegen? Oh, dann ist das wohl eine Akkulampe. Hallo Ami, ich hab dich gesehen. Hier ist meine neue Fernbedienung. Und die Lampe. Mann, ist die schwer. Sie ist aufgewacht. Guten Morgen. Warte, ich helf dir. Was ist denn das? Vielleicht die Kabelschnur. Ein Helm hat sie auch noch. Boah. Und sogar Flügel. Die Lampe kann anscheinend wirklich fliegen. Cool. Hallo. Hallo. Na Lampe, hast du wieder ein schönes Unboxing gemacht? Hey Leute, wie geht's? Das ist natürlich keine neue Lampe, sondern meine neue DJI R2S. Die ist der Nachfolger von der Mavic Air 2 und hat jetzt ein paar Upgrades bekommen, wie zum Beispiel einen 1 Zoll Sensor mit einer sagenhaften Auflösung von 5,4K. Außerdem kann sie jetzt mit 10 Bit in D-Log aufnehmen mit einer Datenrate von 150 Mbits. Wie gut das aussieht und was die R2S jetzt noch alles kann, zeige ich euch in diesem Video. Los geht's! Über den Vorgänger, also die Mavic Air 2, habe ich ja schon mehrere ausführliche Videos gemacht. Trotzdem zeige ich im Schnelldurchlauf, was alles bei der R2S dabei ist. Ich zeige, wie wir sie einrichten und dann gehen wir raus in die Luft, wo ich euch zeige, wie man sie fliegt und was sie jetzt alles kann. Die R2S kostet in der Standardversion mit nur einem Akku 999 Euro, in der Fly More Combo mit zwei Zusatzakkus und etwas Zubehör 1299 Euro und im Sorglos-Paket mit Care Refresh, also so eine Art Kaskoversicherung, 1369 Euro. Alle drei Varianten habe ich euch zum Vergleichen in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe mich wie immer für die Fly More Combo entschieden, denn da gibt es wie gesagt nicht nur zwei Zusatzakkus, sondern auch noch etwas mehr Zubehör, das ich euch hier jetzt zeige. Enthalten ist wie immer eine Kurzanleitung und der übliche Papierkram. Dann haben wir ein Kabel, um die Drohne mit dem Rechner zu verbinden. Damit lässt sich dann zum Beispiel ein Firmware-Update auch mal ohne WLAN installieren. Hier haben wir verschiedene Kabel, um die Fernsteuerung mit allen gängigen Handymodellen zu verbinden. Hier ist ein ND-Filterset, das wir an sonnigen Tagen für schönere Aufnahmen benötigen. ND4, 8, 16 und ein ND32-Filter. Hier ist ein Adapter, um die Akkus als Powerbank nutzen zu können. So kann man, wenn es mal nötig ist, unterwegs das Handy oder die Fernsteuerung laden, aber auch wenn man zum Beispiel im Winter länger nicht fliegt, kann man damit die Akkus zur Akkupflege mal schnell entladen, um sie dann wieder auf Lagerspannung zu laden. Hier sind Ersatzsteuersticks für die Fernsteuerung. Die anderen befinden sich noch hier unten, die werde ich gleich ranschrauben. Hier ist das Dreifachladegerät aus der Fly More Combo. Damit lassen sich die Akkus nacheinander aufladen. Das nutze ich immer zu Hause. Im Auto habe ich allerdings eine Ladestation, die Akkus gleichzeitig laden kann. Hier sind wie gesagt die Zusatzakkus. Pro Akku hat man ungefähr eine reale Flugzeit von 25 Minuten. Damit und mit dem Ladegerät komme ich locker über den ganzen Tag. Dann haben wir die Propeller. Es gibt rechts und links drehende Propeller, die markiert sind, damit man die nicht verwechselt. Zwei sind ja schon drauf. Die anderen beiden schrauben wir gleich zusammen rauf. Und hier ist die Fernsteuerung. Alles, was wir bisher gesehen haben, unterscheidet sich kaum zum Vorgängermodell der Mavic Air 2. Auch die Fernsteuerung ist identisch. Man könnte jetzt also mit nur einer Fernsteuerung die Mini 2, die Mavic Air 2 und die R2S steuern.
Zur Fernsteuerung komme ich gleich. Dann haben wir noch den Helm oder besser gesagt den Gimbalschutz für die Kamera. Den muss man leider immer noch etwas friemlich hier rauf machen. Und leider steht der Einschaltknopf am Akku jetzt etwas raus, sodass es, wie hier zu sehen, passieren kann, dass sie sich einfach einschaltet. Ja, deshalb sollte man die Drohne lieber nicht auf den Rücken legen. Das kann natürlich auch passieren, dass sich die Drohne in der Tasche einschaltet. Da sollte man dann lieber aufpassen, denn wenn der Gimbalschutz drauf ist, könnte leicht was kaputt gehen. Zum Entfernen drücken wir den hier rein und ziehen ihn einfach vorsichtig ab. Die Fernsteuerung ist wie gesagt äußerlich identisch mit dem Vorgänger, außer dass die Reichweite jetzt erhöht wurde. Zuerst schrauben wir mal die Sticks ran. Die meisten kennen ja die Funktion schon und deshalb gehe ich hier nur kurz auf das Wichtigste ein. Ausführlich habe ich ja alles schon im Film zur Mavic Air 2 gezeigt, den Film verlinke ich euch nochmal am Ende. Hier ist der Ein-Aus-Schalter. Wenn wir den einmal kurz drücken, wird uns angezeigt, wie voll der Akku ist, 25, 50, 75 oder 100%. Und wenn wir den wie gewohnt einmal kurz und einmal lang drücken, schaltet sich die Fernsteuerung ein. Und genauso schalten wir sie auch wieder aus, einmal kurz und einmal lang. Hier in der Mitte ist der Modusschalter, mit dem wir die Drohne im Cine-, Normal- oder im Sportmodus fliegen können. Den Cine-Modus nutze ich für ruhige, cinematische Flüge, den Normalmodus für normale Flüge und den Sportmodus, wenn es mal richtig abgehen soll. Links daneben haben wir den Pause RTH, Return to Home Knopf. Wenn wir zum Beispiel einen automatischen Quickshot oder Active Track beenden wollen, brauchen wir nur kurz den Knopf zu drücken und die Drohne bleibt erstmal stehen. Und wenn wir mal nicht wissen, wie wir die Drohne zurückholen können, drücken wir den Knopf einmal lang, bis die automatische Rückkehr eingeleitet wird. Wenn wir während der automatischen Rückkehr, also während eines Return to Home, die Steuerung wieder übernehmen wollen, drücken wir den Knopf erneut, um die automatische Rückkehr abzubrechen. Ja, hier sind die Steuerknüppel, mit der wir die Drohne steuern. Mit dem rechten Stick können wir so vorwärts oder rückwärts fliegen und so steuern wir die Drohne seitwärts nach links oder nach rechts. Mit dem linken Stick steuern wir so die Drohne hoch oder runter und so können wir die Drohne um die eigene Achse drehen. Wie wir das kombinieren und wie wir starten und landen, zeige ich euch gleich draußen. Hier haben wir den Funktionsknopf, den wir selber belegen können. Standardmäßig schalten wir durch einmaliges Drücken die untere Beleuchtung ein oder aus. Das kann hilfreich sein, wenn man sie kurz aus den Augen verloren hat. Durch einen Doppelklick können wir den Gimbal, also die Kamera, nach unten schwenken und wieder nach oben zentrieren. Wenn wir den Knopf gedrückt halten, können wir mit dem Gimbalrädchen die Kamera je nach Aufnahmemodus elektronisch zoomen. Auf der rechten Seite wechseln wir hier zwischen Foto- und Videomodus. Hier auf der Vorderseite befindet sich der Auslöser und löst im Fotomodus ein Foto aus oder startet und beendet im Videomodus die Aufnahme. Hier links ist wie gesagt das Gimbalrädchen, mit dem wir die Kamera hoch oder runter schwenken können. Und hier ist die Handyhalterung mit dem schon angeschlossenen Lightning-Kabel für Apple-Geräte. Die Kabel für andere Geräte habe ich ja schon gezeigt, das kann man dann einfach austauschen. So schieben wir das Handy am besten rein. Bei meinem relativ großen Handy mit Schutzhülle kann schon mal vorkommen, dass während des Fluges die Halterung an den Ausschalter kommt. Da sollte man also besser drauf achten, das könnte sonst während des Fluges spannend werden. Das waren die wichtigsten Funktionen der Fernsteuerung, jetzt kommen wir zur Drohne. Die zeige ich euch auch im Schnelldurchlauf, damit wir sie gleich draußen fliegen lassen können. Zuerst schraube ich noch die zwei Propeller ran. Die mit der orangenen Markierung werden an die Motoren mit Markierung angebracht, also hinten links und vorne rechts. Und die ohne Markierung kommen, wer hätte das gedacht, auf die Motoren ohne Markierung, und zwar hinten rechts und vorne links. Die müssen jeweils aufgesetzt werden, dann leicht nach unten drücken und dabei etwas drehen, bis sie richtig einrasten. Um den Akku zu lösen, müssen wir nur die beiden Klemmen drücken und dann können wir ihn herausnehmen. Und zum Einsetzen schieben wir ihn einfach wieder rein, bis die Klemmen wieder fest sitzen. Auf der linken Seite befindet sich nur ein USB-Port, um die Drohne für Updates an den Rechner anzuschließen. Aber das kann man ja meistens auch mit dem Handy über WLAN machen. Auf der rechten Seite befindet sich der Speicherkartenslot. Da die R2S jetzt für die Aufnahmen mehr Speicher benötigt, habe ich mir extra eine 256 GB Speicherkarte gekauft. Auch die habe ich euch verlinkt, denn die sollte eine ausreichende Schreibgeschwindigkeit haben. Die müssen wir mit der Beschriftung nach unten bis zum Anschlag reinschieben, bis sie drin stecken bleibt.
und wenn wir sie nochmals reindrücken, können wir sie auch wieder rausholen. Wie schon die Mavic Air 2 hat auch die R2 S eine Hinderniserkennung nach hinten, nach unten und nach vorne. Zusätzlich hat sie jetzt auch hier die leicht nach oben gerichtete Hinderniserkennung. Dadurch werden jetzt Hindernisse bei schnelleren Flügen oder Flüge im Wald oder unter einer Brücke besser erkannt. Aber nach wie vor funktionieren die nicht im Sportmodus und durch die fehlende seitliche Hinderniserkennung geht das auch immer mal wieder beim Tracking im Wald schief. Das funktioniert zwar unterdessen immer besser, aber ich würde euch den Active Track im Wald, wenn überhaupt, dann nur mit dem Finger auf den Pause-Knopf empfehlen. Auf der Unterseite haben wir noch weitere Sensoren und eine LED, die bei der Landung behilflich ist. Zwischendurch gibt es immer mal ein paar Regeln, die für die R2S gelten. Um die Drohne fliegen zu dürfen, muss man mindestens 16 Jahre alt sein oder jemanden dabei haben, der schon 16 Jahre alt ist. Die Drohne muss versichert sein, man muss beim Luftfahrtbundesamt als Fernpilot registriert sein und seine UAS-Betreibernummer an der Drohne anbringen. Eine feuerfeste Plakette braucht man dafür nicht mehr und auch seinen Namen oder die Adresse muss man nicht mehr anbringen. Es reicht die UAS-Betreibernummer. Ich habe trotzdem eine Plakette mit Anschrift und Nummer dran, kann ja nicht schaden. Man bekommt übrigens zwei Nummern, eine Fernpiloten-ID-Nummer und eine UAS-Betreibernummer. Die sollte man nicht verwechseln. Auf die Drohne gehört also die UAS-Betreibernummer in Klammern EID. Hier soll man aber aus Datenschutzgründen die letzten vier Zeichen weglassen. Außerdem benötigt man für die R2S den A1-A3 Kompetenznachweis. Den kann man derzeit immer noch kostenlos auf der Seite vom Luftfahrtbundesamt machen. Dauert keine 30 Minuten, kostet nichts, also eigentlich kein Problem. Zumindest solange man 150 Meter Abstand zu Wohngebieten hält. In Wohngebieten darf man derzeit leider nur mit leichteren Drohnen fliegen oder mit dem großen A2 Drohnenführerschein. Über die neuen Drohnengesetze habe ich ja auch schon einen Film gemacht. Deshalb hier nochmal der Hinweis auf meine Videobeschreibung, die ihr unter all meinen Videos aufklappen könnt. Da findet ihr alle interessanten Links zu meinen Filmen über die Drohnengesetze, zur Registrierung und zum kleinen oder zum großen Drohnenführerschein. Und ich habe euch noch wie immer meine empfohlene Drohnenhaftpflicht mit Rabattcode verlinkt und auch einen Link, wo man ganz einfach online den A2 Drohnenführerschein machen kann. Auch da gibt es einen Rabattcode von mir. Damit kostet die Versicherung jährlich nur noch ca. 35 Euro und der große A2-Schein derzeit um die 260 Euro. Außerdem habe ich in der Produktliste diese günstige Drohnenplakette und den kleinen oder großen Drohnenführerschein im Scheckkartenformat verlinkt. Zur Zertifizierung komme ich gleich, denn das wird sicherlich einige Leute interessieren. Hier haben wir jetzt die Kamera mit dem 1 Zoll Sensor. Die ist für mich der wichtigste Grund, von der Mavic R2 auf die R2S abzugraden, denn die hat jetzt für mich sehr viele Vorteile, die allerdings für die meisten Drohnenflieger überhaupt gar keine Rolle spielen. Welche Vorteile die neue Kamera jetzt hat und wie groß der Unterschied überhaupt ist und für wen sich der Wechsel eigentlich lohnt, zeige ich euch gleich draußen, wenn ich beide Aufnahmen miteinander vergleiche. Dazu müssen wir die R2S aber erstmal aktivieren. Ich schalte zuerst die Fernsteuerung, einmal kurz und einmal lang, ein und das Handy ein. Um die R2S fliegen zu können, müssen wir die DJI Fly App installieren. Ich starte also die App und auch die Drohne, indem ich den Ein-Ausschalter am Akku wie bei der Fernsteuerung einmal kurz und einmal lang drücke. Hierbei sollte unbedingt der Gimbal-Schutz vorher entfernt werden. Alle Akkus habe ich natürlich vorher aufgeladen. Da ich schon ein DJI-Konto habe, kann ich euch die Anmeldung leider nicht zeigen. Aber wie fast überall muss man sich da mit seinem Namen, der E-Mail-Adresse und einem Passwort anmelden. Normalerweise sollte sich die Fernsteuerung jetzt mit der Drohne verbinden, was sie allerdings bei mir anscheinend nicht automatisch tut. Das sehen wir an dem Blinken der Fernsteuerung und am gelben Blinken der hinteren LEDs an der Drohne. Aber das ist kein Problem, dann tippe ich unten rechts auf Fluggerät verbinden. Jetzt können wir zwischen Mini 2, R2 und R2S wählen. Die tippe ich auch an. Wir sollen die Flügel ausbreiten, den Gimbalschutz entfernen und den Akku einlegen. Dann tippe ich unten auf Verbindung mit Fluggerät nicht möglich. Koppeln. Jetzt fängt die Fernsteuerung an, nach der Drohne zu suchen. Jetzt sollen wir den Ein-Ausschalter an der Drohne so lange drücken, bis sie mit diesem Ton antwortet. Ja, jetzt wird das Bild übertragen und die hinteren LEDs der Drohne wechseln von gelb zu grün.
Die Fernsteuerung und die Drohne sind jetzt also verbunden und jetzt sollen wir uns mit unserem DJI-Konto anmelden. Also aktivieren, akzeptieren und nochmal aktivieren. Fluggerät wird neu gestartet. Jetzt sollte also alles bereit sein, ist es aber nicht. Hier hat sich die App anscheinend aufgehangen, dann schließe ich und beende ich die App und starte sie neu. Aha, fertig. Ganz oben links kommen wir zum Startbildschirm. Wie immer bei neuen DJI-Drohnen wird uns gleich erstmal ein Firmware-Update der Drohne angeboten. Start nicht möglich, Firmware-Aktualisierung notwendig. Dann tippe ich auf Aktualisierung. Hier wird uns jetzt angezeigt, was alles aktualisiert wird. Master Shots, AirSense, Photo Pro Modus, APAS 4, Smart Controller Unterstützung, sehr schön, und FPV Gimbal Modus. Auf der rechten Seite wird uns der Update-Status angezeigt, das kann also etwas dauern. Dann erzähle ich euch so lange mal was zur Zertifizierung der Drohne. Die R2S ist wie alle bisher erschienenen Drohnen eine sogenannte Bestandsdrohne, da sie ohne Zertifizierung auf dem Markt erschienen ist. Seit Januar 2021 gibt es ja diese neuen Drohnengesetze. Die R2S wiegt knapp 600 Gramm. Wäre sie zertifiziert worden, hätte sie die Zertifizierungsklasse C1 bekommen für Drohnen zwischen 250 und 900 Gramm. Damit hätte man die Drohne ohne Drohnenführerschein auf einem freien Feld fliegen können. Und um mit einer zertifizierten R2S in Wohngebieten fliegen zu dürfen, wäre nur der kleine A1-A3 Kompetenznachweis nötig gewesen. Das wäre schön gewesen, aber hätte liegt im Bette, denn sie hat ja nun mal keine Zertifizierung. Das bedeutet, dass die R2S eine sogenannte Bestandsdrohne ist, die zwischen 500 Gramm und 2 Kilo wiegt. Damit benötigen wir schon jetzt generell den A1-A3 Kompetenznachweis, auch wenn man nur auf einem freien Feld fliegen will. Der ist ja schnell gemacht und kostet derzeit auch nichts, aber um sie in Wohngebieten fliegen zu lassen, braucht man leider dafür das EU-Fernpilotenzeugnis A2. Wie man den ganz einfach online machen kann, hatte ich ja schon mal gezeigt. Wer also mit seiner Bestandsdrohne zwischen 500 Gramm und 2 Kilogramm, also auch mit dem Vorgängermodell Mavic Air 2, nur mal um die Dorfkirche fliegen will, benötigt jetzt schon den großen A2-Schein. Einen Link, wo ihr den online machen könnt, habe ich euch ja mit Rabattcode verlinkt, aber das ist ja leider noch nicht alles. Das Problem ist, dass wir alle mit unseren Bestandsdrohnen, die zwischen 500 Gramm und 2 Kilo wiegen, ab 2023 nicht mehr in Wohngebieten fliegen dürfen, nicht einmal mit diesem A2-Schein. Für einige wäre das jetzt kein Drama, da sie, wie ich auch, die Drohne nach einem Jahr sowieso verkaufen, um sich den Nachfolger zu holen. Aber die Frage wäre, was man dann noch nächstes Jahr für eine Bestandsdrohne wie die Mavic R2 oder R2S bekommen wird. Es gibt auch viele Drohnenpiloten, die jetzt schon kaum oder gar nicht in Wohngebieten fliegen. Ich selbst fliege eigentlich auch nur für meine Aufträge mal in der Stadt oder im Urlaub, dann aber mit der Mini 2. Sonst fliege ich privat eigentlich nur außerhalb von Ortschaften. Deshalb würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob ihr sowieso nie in Wohngebieten fliegt oder ob eine Bestandsdrohne für euch nicht mehr in Frage kommt, da ihr unbedingt in Ortschaften fliegen wollt. Bin gespannt, wie ihr das seht. Jetzt gibt es noch einen Neustart und das Update ist durch. Aktualisieren der Fluggerät-Firmware erfolgreich. Okay, DJI Care Refresh kann innerhalb von 48 Stunden erworben werden. Für zusätzliche 99 Euro würde man ja im Falle eines Absturzes oder neuerdings auch bei einem Flyaway zweimal sehr günstig ein Ersatzgerät zugeschickt bekommen. Ich bin da immer etwas hin und her gerissen, soll ich oder soll ich nicht, denn bisher hatte ich das noch nie gebraucht. Ach, was soll's, dann kann ich euch das wenigstens mal zeigen, wie man bis 48 Stunden nach der Anmeldung dieses Care Refresh bestellen und aktivieren kann. Hier wird jetzt nochmal gezeigt, was Care Refresh genau ist. Mein Gerät wird auch gleich anhand der Seriennummer erkannt. Hier müssen wir jetzt, wie bei der Anmeldung auch, unseren Namen, die E-Mail und die Telefonnummer angeben. Einreichen und weiter. Jetzt müssen wir das noch bezahlen und schon ist es aktiviert. Das Schöne ist, wie gesagt, dass ein sogenannter Flyaway jetzt auch abgedeckt ist. Dazu müssen wir das hier noch mit der Fernsteuerung koppeln. Mit dem Smart Controller funktioniert das dann bestimmt genauso. Kopplung erfolgreich. Den Startbildschirm zeige ich euch auch noch schnell und dann geht's aber endlich nach draußen. Oben links wird uns der Standort angezeigt. Ich befinde mich ja in Berlin, daher steht hier erweiterte Warnzone.
Daneben können wir auf Fly Spots drücken, wo uns angeblich mal schöne Orte zum Fliegen empfohlen werden sollten. Das hat allerdings bei mir noch nie funktioniert. Oben rechts wird uns angezeigt, dass wir mit der R2S verbunden sind und daneben gelangen wir mit dem kleinen Buch zu den Tutorials. Dann kommen bald noch wichtige Hinweise dazu, auch die Flugsicherheit. Und hier rechts gelangen wir zur Bedienungsanleitung, leider nur auf Englisch. Und links gelangen wir in unser Album, wo unsere Aufnahmen zu finden sind. Noch ist das bei mir leer, aber das würde dann in etwa so aussehen. Und wir könnten hier unsere Aufnahmen relativ einfach zu schönen Filmen selber zusammenschneiden oder sogar automatisch zusammenschneiden lassen. Wie das geht, hatte ich ja schon im Film zur R2 gezeigt. Daneben, SkyPixel nutze ich eigentlich nie. Da könnte man zum Beispiel sehen, was andere Creator für Aufnahmen hochladen. Nutzt das eigentlich von euch jemand? Egal, hier gelangen wir in unser eigenes Profil. Auf der linken Seite werden uns ein paar spannende Sachen gezeigt. Bei mir waren es allerdings ein paar mehr Flüge. Ich habe aber nicht all meine Flüge mit meinem Profil synchronisiert. Wenn wir hier auf Mehr drücken, werden uns unsere bisherigen Flüge angezeigt. Das finde ich tatsächlich interessant, denn hier kann man sich sogar seine Steuerbewegung ansehen und auch mögliche Warnungen werden uns hier nochmal angezeigt. Auf der rechten Seite geht es unter anderem zur Geräteverwaltung und wenn die Drohne mal verschwunden ist, können wir sie hier vielleicht wiederfinden. Das hatte ich euch ja auch schon gezeigt, als ich bei meinem Reichweitentest der Mini 2 notlanden musste. Und hier unten gelangen wir in die Einstellung, wo wir die Firmware aktualisieren oder die Sprache ändern können. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil, Fliegen. So, ich bin wieder an meinem Lieblingsbaum angekommen. Hier ist die Funke, Handy schon drin. Hier ist mein Landepad und hier ist die Drohne und die Akkus. Suchen wir uns mal einen schönen Startplatz. Landepad. Ah, leider ist es mal wieder ganz schön windig. Flügel ausklappen. Windschutz entfernen. Funke an. Handy an. DJI Fly App an. Und die Drohne an. So, da sind wir auch schon verbunden. Auffliegen. Ja, das sollte man immer abwarten. Wenn es mal zum Return to Home kommt, kann es sonst sein, dass die Drohne dorthin fliegt, wo der letzte Homepoint gesetzt war. So, zuallererst zeige ich nochmal, wie man startet. Hier rauf tippen. Finger drauf lassen. Und landen genauso. Das war die einfachste Art zu starten und zu landen. Natürlich kann man das auch manuell machen. Die Sticks nach unten und zur Mitte. Jetzt drehen sich die Propeller und den linken nach vorne. Dann steigt sie. Selber landen kann man so. Linken Stick nach unten ziehen. Vielleicht noch ein bisschen korrigieren. Und den linken Stick runterziehen. Sehr schön. Das war der manuelle Start und Landung. Jetzt gucken wir mal, wie der Return to Home funktioniert. Starten. So, wenn die Drohne in der Nähe ist, mal sehen, was dann passiert, wenn wir einen Return to Home einleiten. Dann landet sie vor Ort. Das können wir hiermit aber abbrechen. Denn da möchte ich natürlich nicht landen. Das liegt daran, dass wir zu dicht dran sind, wenn ich weiter wegfliege. Jetzt mal den Return to Home einleiten. Aha. Kommt jetzt auf gleicher Höhe zurück, fliegt über den Homepoint und landet. Naja, fast. Jetzt fliegen wir mal noch weiter weg. Jetzt sind wir über 50 Meter entfernt. Return to Home einleiten. Jetzt geht sie auf die eingestellte Rückkehrhöhe. 30 Meter hat sich eingestellt. Mal sehen, wie präzise sie es schafft, den Homepoint zu treffen. Hier, genau in der Mitte, ist mein Landepad. Mal sehen, ob sie es trifft.
gut aus. Naja, passt. So, dann haben wir noch eine Möglichkeit zu starten und zu landen. Wenn wir vielleicht am Strand sind, könnte man die Drohne, wenn man möchte, theoretisch auch aus der Hand starten und landen. Das würde ich euch aber nur raten, wenn ihr wirklich erfahrene Piloten seid. Dazu wieder beide Sticks nach unten in der Mitte ziehen. Die Propeller drehen sich, dann den linken Stick nach vorne ziehen. Und dort ab. Wunderbar. Und genauso kann man natürlich auch in der Hand wieder landen. Was passiert, wenn ich jetzt die Hand da drunter mache? Ah ja. Weil die hat ja diese Sensoren nach unten. Und sobald man die Hand darunter macht, bewegt sie sich nach oben. Deshalb sollte man versuchen, die vorne zu greifen. Und jetzt runter, den linken Stick. So kann man im Notfall die Drohne auch mal aus der Hand starten und landen. Aber wie gesagt, nur im absoluten Notfall. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie man generell fliegt. So, starten. Linken Stick nach vorne. Wenn wir den rechten Stick nach vorne schieben, bewegt sie sich vorwärts. Wenn wir den nach hinten ziehen, bewegt sie sich rückwärts. Wenn wir den nach links schieben, bewegt sie sich nach links seitwärts. Und wenn wir den nach rechts schieben, bewegt sie sich nach rechts seitwärts. Den linken Stick, wenn wir den nach vorne schieben, fliegt sie nach oben. Und wenn wir den nach hinten ziehen, fliegt sie nach unten. Wenn wir den nach links schieben, dreht sie sich nach links und nach rechts. Das kann man natürlich auch kombinieren. Den rechten Stick schiebe ich jetzt nach vorne und den linken dabei nach links. Jetzt fliegt die Drohne vorwärts in einer Linkskurve. Den linken Stick nach rechts. Jetzt fliegt sie vorwärts eine Rechtskurve. Lassen wir den linken wieder los und jetzt drehen wir den nochmal. Ja, so kann man Kurven fliegen. So, dann zeige ich mal ganz kurz das ganze komplette Menü. So, oben links kann man jederzeit wieder in den Startbildschirm. Hier sehen wir, dass der Modusschalter auf N wie normal steht. Ich zeige euch mal die Flugmodi. Im Cine-Modus fliegt sie so schnell. Das ist die maximale Geschwindigkeit. Da kann man schöne, ruhige Aufnahmen machen, auch wenn man ganz leicht vorwärts fliegen will. Hier sind wir jetzt im normalen Modus. Da bewegt sie sich schon schneller. Und dann hat sie auch noch den Sportmodus. Da fliege ich erstmal eine Runde rückwärts. Ja, da geht sie richtig ab. Und vorwärts. Ja, im Sportmodus brauchst du natürlich ein bisschen zum Bremsen. Deshalb gehen wir jetzt erstmal wieder in den Cine-Modus. Hier oben im Display befindet sich der sogenannte Vorflugcheck. Derzeit ist alles im grünen Bereich. Die automatische Rückkehrhöhe stelle ich immer für den gerade gezeigten Return to Home auf mindestens 10 Meter höher als die möglichen Hindernisse in der Umgebung. Die maximale Flughöhe stelle ich auf 120 Meter. Höher dürfen wir sowieso nicht fliegen. Und darunter können wir die maximale Flugdistanz einstellen. Erlaubt sind ja nur Flüge auf Sichtweite. Hier wird uns angezeigt, wie voll der Akku ist. Den muss ich gleich wechseln, der war auch nicht ganz voll. Da können wir rauftippen. Bis zur Rückkehr haben wir noch eine Minute. 2 Minuten 15 bis zur Notlandung und in knapp 5 Minuten ist der Akku komplett leer. Hier sehen wir, wie gut das Fernsteuersignal ist, wie gut die Sichtsensoren funktionieren und hier, wie stark das GPS-Signal ist und wie viele Satelliten zur Verfügung stehen. Unten links ist die Kartenfunktion. Die wird uns aus Sicht der Drohne dargestellt. In der Mitte der blaue Pfeil zeigt uns also die Blickrichtung zum gelben Startpunkt und zur blau dargestellten Fernsteuerung. Ich drehe mal die Drohne.
Wenn wir sie alle mal aus den Augen verloren haben, brauchen wir also nur auf das Kartensymbol zu drücken und schon wissen wir, in welche Richtung wir sie drehen müssen, um nach Hause zu finden. Wenn ich mich mit der Fernsteuerung drehe, dreht sich der kleine Pfeil an dem blauen Punkt leider nicht mit. Das wäre eine tolle Funktion, damit man immer sehen kann, ob die Richtantenne der Fernsteuerung zur Drohne zeigt. Ich habe das ja schon öfters mal angesprochen. Bei einigen angeschlossenen Handymodellen soll das wohl funktionieren. Bei meinen iPhones leider nicht. Hier unten rechts können wir noch zur Kartenansicht wechseln, die wir durch Antippen auch vergrößern können. Auch hier brauchen wir die Drohne nur drehen, bis der blaue Pfeil in unsere Richtung zeigt. Und wenn wir die rote Linie entlang fliegen, kommt die Drohne auf direkten Weg wieder zu uns. Hier können wir wieder zur Live-Ansicht wechseln, unten rechts in den Kompassmodus wechseln und unten links können wir das wieder ausblenden. Hier haben wir die Höhe und die Distanz, also die Entfernung der Drohne und jeweils darüber die Geschwindigkeit, mit der sich die Drohne hoch oder runter bzw. vorwärts oder rückwärts oder seitwärts bewegt. Unten rechts sehen wir, wie viel Speicher uns noch für die Aufnahmen zur Verfügung steht und daneben können wir die Kameraeinstellung ändern. Daneben haben wir die EV Exposure Value. Damit können wir die automatische Belichtung etwas heller oder dunkler stellen. Und ganz unten rechts können wir vom automatischen Kameramodus in den manuellen Pro-Modus wechseln. Wenn wir das antippen, wird uns das etwas übersichtlicher angezeigt. Wenn wir auf Speicher tippen, können wir auswählen, ob wir links den internen Speicher der Drohne oder rechts die eingelegte Speicherkarte nutzen wollen. Daneben RES und FPS, heißt Resolution und Frames per Second, auf Deutsch Videoauflösung und Bilder pro Sekunde, also die Bildwiederholrate. Oben können wir jetzt die Videoauflösung von 1080p, also 1K, 2,7K, 4K und jetzt auch 5,4K auswählen. Je höher die Auflösung, desto besser die Qualität, aber umso mehr Speicher benötigt man und man braucht zum Abspielen oder für die Bearbeitung einen stärkeren Rechner. Wie ich ja anfangs schon sagte, ist die verbesserte Kamera für mich der wichtigste Grund, von der Mavic R2 zur R2S zu wechseln. Ich lasse hier jetzt mal ein paar Aufnahmen laufen, um die R2S mit der R2 zu vergleichen und ich wiederhole nochmal die großartigen Daten der Kamera. Die Kamera hat einen 1 Zoll Sensor mit 20 Megapixel, kann mit einer Datenrate von bis zu 150 Mbits aufnehmen, hat eine maximale Auflösung von 5,4K, kann in 10-Bit D-Log aufnehmen und kann mit bis zu 60 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Das sind alles hervorragende Werte für eine so kompakte Kamera, aber man sollte hierbei wissen, dass nicht immer alles auch gleichzeitig funktioniert und dass die meisten von uns vieles davon überhaupt gar nicht brauchen. Wenn man zum Beispiel in der höchsten Auflösung von 5,4K filmen will, stehen einem keine 60, sondern nur maximal 30 Bilder pro Sekunde zur Verfügung. Wer also den flüssigen Videolook mit 60 Bilder pro Sekunde mag, kann leider gar nicht in 5,4K aufnehmen. Und nur die 5,4K Auflösung nimmt mit 150 Mbits in 10-Bit D-Log auf. Wer also mit 60 Bilder pro Sekunde filmen will, kann das leider nur in 4K mit 8-Bit und mit einer maximalen Datenrate von, ich glaube, 120 Mbits. Die meisten von uns haben ja, soweit ich weiß, auch immer noch nur einen Full HD oder sogar einen 4K-Fernseher im Wohnzimmer stehen. Dazu kommt, wer in den höchsten Einstellungen filmt, muss seine Aufnahmen auch anschließend bearbeiten, um die volle Bandbreite wie 10-Bit D-Log überhaupt nutzen zu können. Und das werden die meisten ja von uns eher selten machen. Wer also braucht überhaupt diese tollen Kamerafunktionen? Ich selbst mache ja des Öfteren sogar mit der Mini 2 Luftaufnahmen für verschiedene Fernsehsender. Die senden auch noch eine ganze Weile nicht mal in 4K 60, sondern mit 25 Bildern in 1080i. Ja, deshalb nenne ich euch mal ein Beispiel, warum ich mich für die R2S entschieden habe. Ich persönlich mag ja nicht so diesen flüssigen Videolook, den man mit hohen Bildwiederholraten von 60 FPS hat. Ich mag lieber den Kino- oder Filmlook, der mit nur 24 oder 25 Bildern pro Sekunde aufgenommen wird. Filme haben also mit einer geringeren Bildrate einen nicht so flüssigen, glatten Look, sondern oft einen etwas raueren und nicht so bunten Gummibärchen-Look. Wenn ich also Luftaufnahmen für Musikvideos, für Image, Werbefilme oder fürs Fernsehen mache, werde ich jetzt fast immer meine Kamera auf 5,4K mit 25 Bildern pro Sekunde stellen, denn so kann ich richtig schöne Film-Look-Aufnahmen in 10-Bit mit 150 Mbits machen. Und ich habe es getestet, mit meinem MacBook Pro, das ich euch auch verlinkt habe, lassen sich diese Aufnahmen richtig gut zusammenschneiden und auch bearbeiten. Wie ich meine Aufnahmen zusammenschneide, hatte ich ja schon gezeigt und mein Film zur Bearbeitung ist unterdessen auch bald fertig. Wer den nicht verpassen will, sollte spätestens jetzt diesen Kanal abonnieren und am besten auch gleich die Glocke unter dem Video drücken, damit euch das auch angezeigt wird.
Weiter geht's mit den Einstellungen. Da ich diesen Film nur in 4K hochlade, stelle ich also auf 4K mit 25 FPS. Daneben können wir den Weißabgleich einstellen. Je nachdem, wo wir die Kamera hinschwenken, misst sie permanent die verschiedenen Farbbereiche des Bildes. Wenn wir zum Beispiel von einem blauen Himmel auf eine grüne Wiese schwenken oder einfach nur die Kamera drehen, versucht die Automatik, die Farben jeweils anzupassen. Das sieht nicht immer schön aus, deshalb schalte ich hier die Automatik aus und stelle das auf eine Farbtemperatur von 5600 Kelvin. Das muss man glücklicherweise nur einmal machen, denn dieser Wert bleibt wie die meisten Kameraeinstellungen gespeichert. Und wenn ich die Aufnahme etwas bläulich kühler haben möchte, schiebe ich den Regler nach links. Und wenn ich die Aufnahme etwas wärmer haben will, schiebe ich den Regler nach rechts. Daneben können wir den Shutter, also die Verschlusszeit, entweder automatisch oder manuell einstellen. Mit der Verschlusszeit können wir die Belichtung so anpassen, dass das Video nicht zu hell und nicht zu dunkel ist. Wenn es zu hell ist, wählt die Automatik eine sehr kurze Verschlusszeit, sodass die Aufnahme zwar richtig belichtet ist, aber das Video dann unnatürlich scharf aussieht und anfängt zu flimmern. Das liegt dann an der fehlenden Bewegungsunschärfe. Deshalb sollte man dann hier mit ND-Filtern versuchen, das Video so abzudunkeln, dass die Verschlusszeit nicht zu kurz ist. Die für das menschliche Auge am natürlichsten aussehende Bewegungsunschärfe, auf Englisch Motion Blur, erzielt man mit der doppelten Bildrate. Ich stelle den Shutter für die schönsten Aufnahmen fast immer manuell auf eine 50stel Sekunde und wähle dann erst den passenden Filter aus. Rechts daneben die ISO, also die Lichtempfindlichkeit, sollte tagsüber immer auf den möglichst geringsten Wert, also auf ISO 100 eingestellt werden. Nur wenn es zu dunkel ist, sollte man die Empfindlichkeit erhöhen, um das Video aufzuhellen. Je höher man die ISO stellt, desto heller wird die Aufnahme, aber desto mehr fängt das Video an zu rauschen. Hier links neben dem roten Aufnahmeknopf finden wir den elektronischen Zoom. Wenn wir an der Fernsteuerung den Funktionsknopf gedrückt halten und das Gimbalrädchen drehen, können wir ins Bild rein- oder rauszoomen. Dadurch haben wir dann eine nicht immer gleiche Weitwinkelaufnahme, aber je weiter wir ins Video zoomen, desto schlechter wird möglicherweise die Qualität. Darunter befindet sich der Fokus, also die automatische oder manuelle Schärfeeinstellung. Durch den großen Sensor kann man jetzt mit der R2S die Schärfe zum Beispiel auf den Vordergrund setzen, sodass der Hintergrund unscharf wird. Das sieht dann noch mehr nach Filmlook aus und weniger wie ein Urlaubsvideo. Hier wird uns also immer angezeigt, ob wir den AF wie automatischen Fokus oder MF wie manuellen Fokus eingestellt haben. Wenn wir darauf tippen, wird uns ein Schieberegler dargestellt. Die Skala hat unten eine Blume für den Nahbereich und oben Berge für weit entfernte Objekte. Ganz oben oder ganz unten gelangen wir wieder zurück zum Autofokus. Und hier kommt jetzt zumindest für mich eine mittlere Enttäuschung. Hier hätte ich mir gewünscht, dass die Kamera automatisch langsam die Schärfe nachzieht. Die Schärfe liegt gerade irgendwo im Nahbereich. Auch wenn ich runterschwenke, wird es erstmal nicht automatisch scharf. Dann fliege ich mal zu dem Punkt, wo die Schärfe ungefähr liegen müsste. Ja, hier ist scharf. Und wenn ich jetzt hochfliege und in die Ferne blicke, dauert es eine Ewigkeit, bis die R2S die Schärfe findet. Eine Ewigkeit später. Na endlich. Das wird hoffentlich noch mit einem Update ausgebessert. Dann haben wir rechts daneben den roten Videoauslöser, der im Fotomodus grau dargestellt wird. Und es gibt noch eine richtig tolle Funktion. Wenn wir den Finger auf dem Display gedrückt halten, können wir die Kamera zum Beispiel während eines Vorwärtsflugs umherschwenken. Das kann in manchen Situationen ganz interessant aussehen. Darunter befindet sich unser Album, das ich ja schon im Startbildschirm gezeigt habe. Hier kann man, wie gesagt, seine Aufnahmen aufs Handy laden oder direkt in der App zusammenschneiden. Über dem Aufnahmeknopf wird es richtig spannend, denn da gelangen wir zu den interessantesten Möglichkeiten, wie zum Beispiel zu den Mastershots, zu den Quickshots, zur Zeitlupe und zum Hyperlapse. Aber leider ist dieser Film jetzt schon wieder viel zu lang geworden und oben rechts gibt es ja auch noch die wichtigsten Einstellungen, die ich euch lieber in Ruhe und gewohnt ausführlich zeigen möchte. Deshalb muss ich dieses komplette Tutorial jetzt leider doch in zwei Teile aufteilen. Und ich bin ja mit diesem ersten Teil auch schon wieder viel zu spät dran. Und ich habe noch eine kleine Überraschung, denn ich werde jetzt immer mal eine Kleinigkeit verlosen, die ich entweder nicht mehr brauche oder doppelt habe. Diesmal ist es dieses schöne Senderpult für die R2S, das ja aber auch für die Mavic R2 oder die Mini 2 passt. Wer das gerne haben möchte, muss natürlich Abonnent dieses Kanals sein, diesem Video einen Daumen nach oben geben und einen netten Kommentar schreiben, für welche der drei Drohnen ihr das Pult gerne haben möchtet. Wer gewonnen hat, erfahrt ihr im nächsten Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Macht's gut. Bye, bye.